Fröhlich und Raphael Krämer um 15 Uhr. Unwetterschäden bereiten Helfern weiter Probleme. NPD scheitert mit Klage gegen Gauk-Aussage. Und das Wetter ist weiter schwül und hat auch wieder Gewitter dabei. Wie lange wird es dauern heute? Nächsten Tage, Wochen? Also heute Nacht mindestens noch und morgen zum Betrieb zu gehen, Rosenborg. Das war wieder fahren komplett. Wie dieser Helfer an der Straßenbahn in Düsseldorf räumen überall in Nordrhein-Westfalen Einsatzkräfte auf. Die Schäden des Unwetters von gestern sind aber an vielen Stellen so groß, dass heute niemand mehr damit fertig wird. Die Einzelheiten. Es ist wohl noch nicht vorbei. Der Deutsche Wetterdienst kündigt weitere Unwetter an. Auch heute kann es wieder Gewitter geben, Hagel, Starkregen und Sturmböen. Dabei stehen in NRW noch wegen der Schäden von gestern Bahnen still, Autobahnen sind dicht und in vielen Städten liegen Äste und Dachziegeln auf den Straßen. Innenminister Jäger erwartet, dass es noch lange schafft. Aufräumarbeiten sind im vollen Gange, aber dann werden noch lange Zeit brauchen. Deshalb meine dringende Bitte, wer sein Auto nicht unbedingt bewegen muss, Fahrten vermeiden kann, sollte sie tun. Durch das Unwetter sind in der Nacht auch Menschen gestorben. Auf dem Weg gab es 6 Tote und viele Verletzte. Außerdem gehen Experten davon aus, dass die Schäden viele Millionen Euro wert sind. Redefreiheit. Bundespräsident Gauck wurde Anhänger der rechtsextremen NPD als Spinner bezeichnet. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Klage der Partei abgewiesen. Nach Ansicht von Gerichtspräsident Kostkühle muss sich der Staat überhaupt nicht zwangsläufig neutral verhalten. Wie der Bundespräsident seine Repräsentations- und Integrationsaufgaben mit Leben erfüllt, entscheidet der Amtsinhaber grundsätzlich selbst. Gauck hatte rechte Demonstranten vor einem Asylbewerberheim in Berlin als Spinner bezeichnet. Dadurch fühlte sich die NPD beleidigt und zog vor Gericht. Standortzusage. Der Ford Fiesta wird weiter in Köln gebaut. Der Autokonzern hat angekündigt, dass er auch die nächste Generation des Kleinwagens ab 2017 in NRW produzieren will. Für die Ford-Mitarbeiter in Köln endet damit eine monatelange Ungewissheit. Es gab Befürchtungen, der Fiesta könnte bald in Rumänien oder einem anderen Mitgliedsland hergestellt werden. Bei Ford in Köln arbeiten 4000 Menschen. Konflikt im Irak will die Regierung über die zweitgrößte Stadt ihres Landes den Ausnahmezustand verhängen. Sie hat das Parlament aufgefordert, das zu beschließen. Extremisten haben die Stadt Mosul heute eingenommen. Die Angreifer sollen zu einer Al-Qaida-Splittergruppe gehören. Auch in anderen Teilen des Irak kommt es zu Gewalt. Bei einer Trauerfeier tötete ein Selbstmordattentäter mindestens 33 Menschen. Sektorwetter. Es gibt nicht nur Sonne heute Nachmittag, später sind wieder kräftige Schauer und Gewitter möglich. Dazu ist es sehr schwül. In Rheine maximal 27 Grad, in Erfurt und Aalen 28. Auf 29 Grad und Bergisch Gladbach auf 30. Morgen erst noch Schauer und Gewitter, später wird es dann ruhiger, sonniger und nicht mehr ganz so heiß. Donnerstag viel Sonne und bis 26 Grad. Weiter viele Staus, auch durch die Unwetterschäden. Hier kommt alles ab 4 Kilometer Länge. A1 Bremen Richtung Münster, zwischen Osnabrück Nord und Kreuz Lotte Osnabrück, Unfall 7 Kilometer Stau. A2 Oberhausen Richtung Dortmund, zwischen Recklinghausen Süd und Kreuz Dortmund Nordwest 8 Kilometer stockend. A3 Arnheim Richtung Köln, zwischen Kreuz Oberhausen und Kreuz Ratingen Ost mehr als 20 Kilometer Stau. A4 Köln Richtung Olpe, zwischen Bensberg und Untereschbach, Unfall 4 Kilometer Stau. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Mülheim-Dümpen und Heimaterde laut Polizei voraussichtlich bis zum Abend gesperrt. Im Moment 4 Kilometer Stau ab Mülheim. Die A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal ist zwischen Kreuz Recklinghausen und Herne-Eickel bis Norden gesperrt. Im Moment 5 Kilometer Stau ab Recklinghausen-Herten. A57 Nimwegen Richtung Köln zwischen Mörskapellen und Krefeld auch um 4 Kilometer.